Hallo und willkommen bei Spot On. Ich bin Sabine von Porsche und wir werfen jetzt einen Blick auf den Gerätemanager im Infotainment-System. Der Gerätemanager gibt Ihnen einen Überblick über alle angeschlossenen Geräte und deren Verbindungsstatus. Sie können den Gerätemanager über Geräte im Startbildschirm oder durch Klicken auf das Verbindungssymbol in der Seitenleiste öffnen. Wenn Sie auf Neue Geräte verbinden tippen, erhalten Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Verbindungsoptionen. Vergewissern Sie sich, dass je nach gewählter Option Bluetooth und WLAN auf Ihrem Smartphone aktiviert sind. Wenn Sie Ihr Smartphone mit dem Infotainment-System verbinden möchten, wählen Sie Neues Telefon verbinden. Mit einem Hinweis auf der rechten Seite werden Sie gebeten, die Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones zu öffnen. Das Infotainment-System erkennt alle verfügbaren Bluetooth-Geräte. Wählen Sie Ihr Smartphone aus und bestätigen Sie die Kopplung. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Kontakte und Favoriten synchronisieren. Jetzt wird Ihr Smartphone in der Geräteliste angezeigt. Um ein Gerät aus der Geräteliste zu entfernen, wischen Sie in der Zeile des zu löschenden Geräts von rechts nach links. Sie können den Verbindungsstatus Ihres Geräts und seine verfügbaren Funktionen anhand der Farbe der Symbole überprüfen. Blau bedeutet, dass die Funktion gerade aktiv ist. Weiß bedeutet, dass die Funktion nutzbar, aber nicht aktiv ist. Wird kein Symbol angezeigt, wurde die Funktion noch nicht eingerichtet oder ist möglicherweise für Ihr Smartphone nicht verfügbar. Es können maximal 2 Smartphones gleichzeitig angeschlossen werden. Beide Telefone können eingehende Anrufe empfangen, aber nur das Haupttelefon kann für ausgehende Anrufe genutzt werden. Das Haupttelefon ist durch eine 1 neben dem Gerätenamen des Smartphones gekennzeichnet. Um ein Telefon als Favoriten zu markieren, tippen Sie auf das Sternsymbol. Dieses Telefon wird jedes Mal, wenn Sie in das Fahrzeug einsteigen, als Haupttelefon verbunden. Ich hoffe, dieses Video über den Gerätemanager hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal!